Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe den Eindruck, und ich glaube, der Eindruck wird sich auch nach draußen verfestigen, wenn man die Debatte heute Morgen, insbesondere die Debattenbeiträge der Koalitionsfraktionen und auch des zuständigen Ministers aufmerksam verfolgt, dass diese Debatte eigentlich hätte gar nicht stattfinden dürfen, weil sie den Interessen des Landes schadet, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es geht in der Tat um ein wichtiges Anliegen für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen dieses Landes. Wie werden die Folgen des Brexit aufgegriffen? Wie kann man möglicherweise eingreifen? Wie kann man helfen? Wie kann man unterstützen, wenn es um Wertschöpfungsketten geht, wenn es darum geht, wie Freizügigkeit und Freihandel zukünftig geregelt wird? Aber um eine solche Aufgabe im Interesse des Gemeinwohls der Bürgerinnen und Bürger wahrnehmen zu können, muss man selbst den Anschein, dass man befangen ist oder nicht abhängig ist, wahren. Und deshalb hätte es die Debatte gar nicht geben dürfen. Nicht, weil die Opposition nicht nachfragen kann, sondern weil die Regierung bei der Ernennung eines solchen Beauftragten die nötige Sorgfalt nicht hat walten lassen. Das ist der Kern der Debatte. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen braucht es, wenn man einen Beauftragten der Exekutive ernennt, eine nötige Rechtsgrundlage. Wo ist diese Rechtsgrundlage, frage ich die Landesregierung. Wenn wir uns mal die Beauftragten anschauen, die bisher von der Landesregierung ernannt werden, dann haben sie alle Rechtsgrundlagen. Beispielsweise der Beauftragte für die Belange der Behinderten. Das ist im Behindertengleichstellungsgesetz geregelt. Beispielsweise der Landesbeauftragte für Datenschutz. Das ist im Informationsfreiheitsgesetz geregelt. Beispielsweise der Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug. Das ist im Maßregelvollzugsgesetz geregelt. Oder der Justizvollzugsbeauftragte, selbst da gibt es eine allgemeine Verfügung des Justizministers. Wo, frage ich die Landesregierung, gibt es die Rechtsgrundlage für den Brexit-Beauftragten? Hier, das ist nicht von der Verfassung abgeleitet, ohne Rechtsgrundlage. Und meines Erachtens ist das ein Akt des Gutsherrenstaates, wo offensichtlich hier ein neuer Stil innerhalb der Landesregierung Raum greift. Und zum Zweiten, und das ist vielleicht noch sehr viel wichtiger als eine Rechtsgrundlage, wenn man einen Beauftragten ernennt, dann sollte man klar haben, welche Inhalte er denn vertritt, welche Ziele er denn erreichen soll. Wo hat die Landesregierung diese Ziele bisher präzisiert? Nennen Sie mir doch mal Ihre Ziele, wie Sie denn sich vorstellen, dass zukünftig der EU-Haushalt gestaltet werden soll, wenn die Briten ihren Beitrag nicht mehr leisten. Bisher null. Wie soll denn erreicht werden? Einen schönen Antrag hier im Landtag kann man stellen, wenn es darum geht, die entsprechenden europäischen Strukturmittel für Nordrhein-Westfalen zu erreichen. Aber wie sollen denn diese Strukturmittel tatsächlich erreicht werden? Oder, meine sehr geehrten Damen und Herren, was ist denn das Ziel von Standortverlagerungen? Sollen die bei uns gefunden werden? Wie ist dann das Verhältnis des Beauftragten auch zur Verwaltung? Wenn Sie sagen, auf der einen Seite, er ist nicht Teil der Landesregierung, aber er muss doch auf die verschiedenen Institutionen der Landesregierung zugreifen können. Auch das ist nicht geregelt. Also weder Ziele und Aufgaben sind geklärt, noch die nötigen Rechtsgrundlagen. Und schon alleine die Debatte darüber, dass sie geführt werden muss, schadet dem Land, schadet den Zielen. Und deshalb bitte, klären Sie diese Grundlagen, und dann können wir auch über die Personen sprechen, die dafür geeignet sind. Herzlichen Dank.